Der Begriff UX oder User Experience ist allgegenwärtig. Wir wissen, dass es wichtig ist, aber was ist es eigentlich? Ist es Design, Produktentwicklung, Branding, Testing? Marvin, klär uns doch mal auf. Ja, danke für die Einladung. Was ist UX? Ich glaube, in Kürze kann man gar keine 100% richtige Antwort auf diese Frage geben. Ich habe immer so ein, also mein Verständnis von diesem Begriff, der hat sich auch mit der Zeit gewandelt. Ich glaube, es gab irgendwann mal einen Product Designer bei Facebook, der hat so diese drei Level einer Karriere von so einem, ich sage es einfach mal, UX-Designer aufgemacht. Und die waren wirklich sehr, sehr interessant. Ne? Und ich merke das einfach jetzt auch so ein bisschen bei mir, umso mehr ich jetzt mich mit Design beschäftige, das sind jetzt auch schon knapp 7 Jahre, hat sich dieser Begriff bei mir grundlegend gewandelt. Ne? Am Anfang war das wirklich nur die rein harten Skills, sehr visuell zu arbeiten. Wie erstelle ich überhaupt ein Interface? Wie bediene ich mein Design-Tool? Wie zeichne ich ein Icon in einer Vektorgrafik? Ne? Wie sind Abstände? Wie verhält sich das Padding zueinander? So diese ganzen Begriffe zu lernen, rein visuell zu arbeiten. Mittlerweile habe ich eher den Gedanken dazu, dass dieses ganze Thema UX sich sehr, sehr stark am Produkt orientiert. Ich glaube, es geht sehr stark darum, auch um Business-Probleme zu lösen. Ja, und ich glaube einfach, dass dieses ganze Thema UX viel, viel größer ist als nur das Interface einer Anwendung. Ich glaube, es geht irgendwie um jeden möglichen Touchpoint, den man irgendwie mit einem Produkt hat. Na, egal, ob das jetzt online oder offline ist, es gibt viele Produkte, die gehen irgendwie in beide Wege rein. Airbnb, Uber, das sind alles Produkte, die eine Online-Experience haben, aber auch eine Offline-Experience. Und wenn ich als Designer bei Airbnb das Interface fertig gestaltet habe, endet dort nicht die User Experience. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen im Urlaub ein Buch gelesen, was da wirklich sehr, sehr interessant drauf eingeht. Und ich selbst positioniere mich auch so ein bisschen als Product Designer. Ich glaube, das ist in Amerika ein sehr, sehr interessanter Begriff mittlerweile, der so ein bisschen ja auch aus dem Silicon Valley kommt. Und da wird diese Rolle Product Designer einfach aus 5 verschiedenen Säulen beschrieben. Es gibt einmal das ganze Thema Product Orientation. Ich glaube, Product Designer haben da einfach einen großen Mehrwert, auch die Stoßrichtung von einem Produkt vorzugeben, dort in der Discovery mitzuarbeiten. Es geht um Prototyping, es geht um User Testing, es geht natürlich auch irgendwie um Interaktion und um visuelles Design. Aber es geht halt eben auch grundlegend darum, glaube ich, diesen ganzen Begriff User Experience holistisch zu betrachten und nicht nur irgendwie isoliert auf Pixelschubser zu reduzieren.